Motivationsreden, Anekdoten, Zitate von berühmten Persönlichkeiten und Ähnliches kennen wir jede Menge. Sie kursieren heutzutage unentwegt in den sozialen Medien. Manche von uns beginnen den Tag mit einem Impuls im Radio, andere mit einem Buch oder Podcast oder einem kurzen Video. Solche Botschaften ermutigen uns und schenken uns Hoffnung und Kraft für den Tag oder sie sind uns hilfreich in einer schwierigen Situation. Jesus war ein großartiger Motivationsredner. In einer Zeit, wo Menschen einfach kraftlos und ohne Hoffnung waren, war sein Wort eine frohmachende Botschaft. Menschen mit großen Belastungen, körperlich sowie seelisch, fanden Trost in ihren Worten. Denn Jesus kam in einer Zeit, da die Religion geprägt war von vielen Anweisungen und Verboten. Darum war der Glaubensweg selten eine Entlastung oder Befreiung für die Menschen. Jesus aber kam nicht mit erhobenen Zeigefinger, nein, er hatte einen anderen Blickwinkel. Er sah in seinen Mitmenschen keine Verbrecher und Sünder, sondern einfache, arme, hungrige, traurige Menschen. Er sah Menschen, die Hass erlebt haben. Hass ist auch in unserer Zeit ein Thema. Hassreden gegenüber Politikern, sogar gegen Polizisten, treffen in diesen Tagen auf Menschen, durch außer Kontrolle geratene und sich weigernde Personen Autorität zu akzeptieren. Das erleben wir fast täglich in vielen Ausprägungen. Schmähung, Rufmord, Diskreditierung in vielen Formen. Ja, das gab es damals, auch heute. Zurück zu unserem Thema. Ja, Jesus hat einfach Menschen und deren Schicksale gesehen. Er hat ihre verwundeten Seelen und zerbrochenen Leben gesehen. Er wollte sie nicht schlecht machen und ihr Gewissen belasten, sondern heilen. Er gab ihnen Mut, Freude und Hoffnung. Dieser Blick hat ihr Leben verändert. Dieser Blick gab ihrem Leben wieder Sinn. Nebenbei hören wir auch einige Wehrufe. Selten hören wir so etwas von Jesus. Er hatte nichts gegen Menschen. Dennoch spricht er gegen die Reichen, die satt sind, die froh waren und die anerkannt wurden. Darf man nicht reich sein? Darf man nicht lachen oder gelobt werden? Ich denke, darum geht es hier nicht. Jesus meint hier diejenigen, die durch ihren Reichtum, ihre Freude, die Not der anderen nicht sehen und ihnen nicht helfen. Menschen motivieren, aufzustehen. Das war sein Weg. Teilen und teilhaben lassen gehören dazu. Das ist christlich, das ist menschlich. Versuchen auch wir, diesen Weg zu gehen. Wir wollen Menschen zum Leben motivieren. Und dazu wollen wir unsere Fähigkeiten gut und richtig einsetzen. Mit Wort, Leben und Ressourcen wollen wir Menschen Freude und Leben ermöglichen. Jesus belastet uns nicht, sondern befreit uns. Seine Botschaft wollen wir verbreiten. Gott segne und befreie uns. Amen.